Dario Quenstedt hat seinen Vertrag bis 2019 bei uns verlängert. Da sind wir natürlich sehr froh drum. Ich glaube, wir haben mit Dario und Yannick zusammen ein sehr gutes Team im Tor. Und Dario ist halt Ur-Magdeburger, zeigt hervorragende Leistungen, ist aber auch nach wie vor noch in der Entwicklung, kann sich da noch weiter steigern. Und ich glaube, dass wir mit unseren zwei relativ jungen Torhütern in der Liga im Schnitt so weiterarbeiten wollen und dass wir dann noch viel Freude haben. Und Dario ist ein super Typ, passt zu Magdeburg und insofern sind wir sehr froh, dass wir mit ihm bis 2019 hier planen können. Richtig, ich habe meinen Vertrag um 2 Jahre vorzeitig verlängert. Ich bin froh, dass das sehr einstimmig über die Bühne gegangen ist und bleibe meinem Herzensverein verbunden bis 2019 und darüber freue ich mich sehr. Ich fühle mich nicht nur sportlich hier wohl, sondern auch mit der Familie habe ich hier ein Standbein gefunden. Meine Tochter ist hier geboren, ich mache hier meine Ausbildung seit einem Jahr, sehr erfolgreich und muss sagen, dass es uns hier sehr, sehr gefällt und deswegen bleibe ich auch hier. Und es gibt bestimmt noch große Ziele mit dem SCM, die letzte Saison, Pokalsieg. Naja, da träumt man sicherlich. Also letztes Jahr war schon erfolgreich mit dem Pokalsieg. Dieses Jahr wollen wir wieder angreifen und einfach, wir gucken einfach, wie es läuft.